Mein Name ist Jürg Grossen. Ich bin seit 2011 im Nationalrat für den Kanton Bern. Ich bin Präsident der Grünliberalen Partei und ich bin auch Präsident des Branchenverbandes Swiss Solar, der größten Solarorganisation in der Schweiz, und des Elektromobilitätsdachverbandes Swiss E-Mobility. Wir sind hier am Firmengebäude der Firma, in der ich seit 30 Jahren beteiligt bin und mitarbeite. Wir beschäftigen uns seit vielen Jahren mit Elektroplanung, insbesondere auch mit Energieeffizienz, Stromeffizienz und mit erneuerbarer Energie, zum Beispiel mit der Solarenergie. In dieser Legislatur haben wir zentrale energie- und klimapolitische Geschäfte beschlossen. Wir haben zum Beispiel das Klimaschutzgesetz, das kürzlich das Volk angenommen hat, gezimmert. Wir haben aber auch einen Wind- und Solarexpress beschlossen, um Winterstromversorgung zu verbessern. Und jetzt sind wir an der Revision des Energie- und Stromversorgungsgesetzes, um die Rahmenbedingungen so zu gestalten, dass wir wirklich schnell erneuerbare Energien zubauen und aus den fossilen Energien aussteigen können. Ich kandidiere für den Ständerat, weil ich meine Expertise im Bereich der Energie- und Klimapolitik auch in der kleinen Kammer einbringen möchte. Wir müssen die Rahmenbedingungen für den Ausbau der erneuerbaren Energien nochmals weiter schärfen, wir müssen sie weiter verbessern. Es sind viele kleine Dinge, die noch zu machen sind, zum Beispiel Hürden abbauen im Bereich der Bewilligungen für erneuerbare Projekte oder auch im Bereich der Energieeffizienz. Es bleibt viel zu tun und ich freue mich, wenn ich im Ständerat da etwas beitragen kann.